Das ist ein neues Bushcraft-Messer. Und zwar ein sogenanntes Bushcraft Knives von HX Outdoors. Das ist nichts anderes als ein billiger China-Bomber. Und das Messer ist sehr performant, wie man sagt. Hat auch einen Feuerstahl eingebaut, das heißt so ähnlich wie Light My Fire. Und wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Es ist mir eine Freude, dass du wieder dabei bist. Da ist es nun, dieses HX Bushcraft Knife. Und im Endeffekt ist es auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick ein, von der Idee her ein Nachbau von dem Light My Fire Fire Knife. Ja, ist ganz einfach so. Das heißt, es ist hier hinten im Griffmaterial ein Feuerstahl eingebaut. Der Klingenrücken ist scharf, damit man auch wirklich vernünftig damit den Feuerstahl bedienen kann. Oder auch zum Beispiel eine Rinde abschaben kann und damit kleine feine Späne herstellen, damit man eben die Klinge damit schont. Das ist alles gut gemacht und es ist mal runtergefallen. Sakra! Aber macht ja nichts. Die Scheide ist auch vernünftig gemacht. Das Messer fällt jetzt nicht raus, wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, wenn das, so wie es bei den Mora auch ist, wenn du das ein paar hundert Mal gemacht hast, dass das locker wird. Das ist einfach so. Hier hinten der Gürtelclip, auch der ist stabil. Das ist ja auch, weil es ist ein billiges Dorfer China-Messer. Ich habe das von Gearbest gekauft. Den Link gebe ich da unten. Wenn du das magst, schau das an. Kostet ja nicht so viel. Und da ist es oft so, dass diese Teile da gar nichts taugen. Das ist hier nicht der Fall. Was auch standardmäßig dabei ist, das ist das hier, eine Diamantscheibe zum Nachschärfen. Also ja, das mache ich dann, wenn ich nichts anderes dabei habe. Aber ja, da das Teil ohnehin ab Werk, zumindest das ich bekommen habe, ab Werk sauscharf ist, gibt es dazu überhaupt sowieso nichts zum Herumsudern. Ich mag ja scharfe Messer und ich habe jetzt vor kurzem das Manley Patriot vorgestellt, vor ein paar Wochen, einen Link gebe ich da oben. Und da hatte ich auch meine Freude damit zu arbeiten. Das Manley ist ein bisschen schärfer als das hier, das merkt man dann schon, aber nicht viel. Das hier ist schärfer als das Standard Mora, ab Werk. Jetzt wirst du sagen, es geht nicht. Glaubt man es nicht, muss man nicht glauben. Aber das ist mein Eindruck davon. Und mit dem hier, und ja, man kann da jetzt dazu sagen, manche sehen das unter Anführungszeichen politisch und sagen, man darf den Chinesen nichts abkaufen, den Gfrastern und so irgendwas. Das kannst du ja sehen, wie du willst. Da ich das total unpolitisch sehe, muss ich sagen, die Dinge sind gut. Das Ding ist wirklich gut. Du kannst schön damit arbeiten, es ist schön scharf. Echt toll und macht mir auch richtig Spaß damit. Es kann jetzt von der Schärfe her mit einem Mora Gunspool zum Beispiel nicht mit. Das habe ich ja auch vor einiger Zeit vorgestellt, da gebe ich da auch oben den Link. Das Mora Gunspool ist für mich das Waldskalpell, da kann es nicht ganz mit. Da ist das Mora Gunspool noch einmal performanter. Aber ja, so ist das ganz einfach. Das Griffmaterial ist sehr angenehm, es stinkt nicht, es ist jetzt nicht unangenehm, es biegt nicht, also es klebt nicht, es ist total in Ordnung. Schön verarbeitet, ich muss wirklich sagen, schön verarbeitet. So. Der Feuerstahl. Also ich habe jetzt vorher schon mit dem letzten Feuerstahl meines Lebens herumgespielt damit. Das hat alles natürlich gut funktioniert und da habe ich auch schon einmal testweise Funken gemacht, die natürlich im Vergleich zu dem Riesen nicht so ideal sind. Aber wo ist da mein Einsatzgebiet meiner Meinung nach? Eigentlich ist es kein Bushcraft-Messer, sondern meiner Meinung nach ist eher ein Survival-Messer. Das heißt, ich übe mit diesem kleinen Teilchen hier und wenn ich es dann brauche, habe ich ein Messer und Feuerstahl gleich in einem zusammen. Das ist meiner Meinung nach das Einsatzgebiet, was nicht heißen soll, dass man das nicht zum Bushcraft nehmen kann. Überhaupt nicht. Das Griffmaterial, der Griff selbst, der ist eher elliptisch, der ist nicht rund, er ist aber dann auf der anderen Seite hier wieder abgeflacht, also das muss da ganz einfach liegen. Mir liegt es, also ich finde das Messer super und werde es natürlich in den Langzeittest nehmen, ich werde es ganz einfach ausgeben bei meinen Survival Trainings, bei meinen Training Teilnehmern und ich werde auch meinen persönlichen, den ich da immer so wieder trainiere, der klettert da jetzt herum, der Tobias, den werde ich das auch in die Hand drücken zum Spielen. Was ich nicht weiß, das kann ich noch nicht sagen, wie sich dieser Feuerstahl auf Dauer in diesen Spritzgussteil da tun wird. Ja? Also es ist so, dass momentan nichts wackelt und auch alles wirklich gut funktioniert. Ja, das geht alles gut. Auch, ja, ich meine, dass diese hässlichen, ja,
Du siehst, Kamera wird scharf. Diese hässlichen Magnesiumstreifen da in der Klinge sind, das ist okay. Aber das passt so. Aber sonst habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das locker wird. Wir werden sehen, ich werde noch einmal davon berichten. Auch das Schnürl, ja, ist jetzt nicht so, dass das gleich alles auseinanderfällt, auseinanderreißt. Aber ja, ich meine, eins ist natürlich klar, dass... das ist abgerissen. Hallo, warte mal. Das ist jetzt rausgerissen. Sakra. Aha, so, das schauen wir uns gleich an. Also das ist ein Schaß. Das ist ein Schaß mit Quasteln, steckt man gleich weg. Das ist ein Schaß mit Quasteln. Sagt man in Österreich so. Ich weiß nicht, wie sagt man bei dir, wenn etwas nicht so toll ist. Wobei, schau das unten an, für den Preis ist das auch okay. Das kann ich im Endeffekt auch ausfehlen. Das ist ein Schaß. So, das ist ein Schaß. Machen wir einen, ist das jetzt ein Sackstich oder wie heißt der Knoten? Vielleicht magst du mal schreiben, wie der Knoten heißt, den ich da mache, weil ich bin nicht unbedingt der Knotenexperte. Aber so schaut es aus. Das passt gut. Zu guter Letzt jetzt noch, schau mal her, da sind jetzt so kleine Unfeinheiten. Das heißt, man merkt halt schon, dass das ein Billigsdorfer Teil ist und nicht mit einem Mora Light My Fire von der Qualität, von der Umsetzung hier zusammenpasst. Also da steht das eine oder andere ab, da zum Beispiel. Aber ja, mit dem musst du ganz einfach leben. Dafür hast du ein, meiner Meinung nach, durchaus, wirklich durchaus brauchbares Teilchen. Ja, und jetzt wollen wir noch ein paar Sachen ausprobieren. Also, dass das natürlich kein klassisches Spaltmesser ist, mit dem man jetzt, Buchenscheiten spaltet, das ist eh ganz klar. Aber Kleinigkeiten... Aha, schau her mal, jetzt habe ich das wirklich da reingetrieben. Und jetzt schauen wir mal, wie es sich verhält. Also, es biegt sich richtig mit. Jetzt schauen wir, ich hoffe, ich tue mir nicht weh. Ich will mir nicht wehtun, aber gut, der Klingenstahl wird nicht bis ganz durchgehen. Das wird es nicht spielen, weil ja hier der Feuerstahl ist. Das heißt, nein, aber das ist gut. Alles gut, da bricht das Holz vorher raus. Ja, also das passt gut. So, was ich merke durch das Klopfen, hier hinten das Teilchen hier, das bewegt sich mit, aber gut, noch einmal. Wir reden hier nicht von einem 50-Euro-Messer oder 40-Euro-Messer, sondern ich habe das um 12 Dollar gekauft, ja, 12 Dollaris, ja, und da muss ich halt dann schon sagen, ja, was soll ich tun, ja. Ja, also es ist wirklich schnittig, Was ich jetzt merke bei dem Klopfen, dass die Vibration in die Hand übergeht. Was meine ich damit? Also wenn man da jetzt so klopft, ich spüre das. Also durch das Draufklopfen, die Schwingung geht hier durch und das ist auf Dauer da ein bisschen unangenehm. Das ist beim Ganzbol zum Beispiel nicht der Fall. Gut, es hat sich jetzt nichts verbogen, es ist alles noch schön gerade, also das passt alles gut. Ja? Das ist auch schön flach hier. Also da gibt es jetzt einmal nichts zum Sudern. Aufpassen, dass ich mir nicht wehtue. Das wäre nicht cool. Ah ja, apropos, wehtun. Wenn du dich interessierst für meine Messersicherheitstipps, gebe ich da unten den Link in meinen Shop. Dort gibt es die neue Broschüre für richtiges Arbeiten mit dem Messer und Messersicherheit für Erwachsene und auch für Kinder. Und wenn dir das interessiert, dann schaut euch das ganz einfach an. Es lohnt sich auch immer wieder ein bisschen an die Sicherheit zu denken. Aber du siehst, es ist richtig schön scharf. Da lassen sich schöne Locken damit machen. Also es ist für den Preis absolut in Ordnung. Und die Kleinigkeiten, ja, da muss ich sagen, stehe ich drüber. Ich mag es jetzt noch einmal zeigen. Schau, es hat sich nichts verbogen. Ist alles noch schön gerade. Ist auch noch scharf. Ja, nach dem Herumspielen. Es ist natürlich nichts zum Hacken, wobei es natürlich, weil es so scharf ist, trotz alledem einiges wegmacht. Hey, schau dir das an. Alter Fuchs, wie man sagt in Österreich. Alter Fuchs. Gar nicht mal so übel, ja. Ja, gar nicht mal so übel, gar nicht mal so übel. Ja, cool. Ja, was ist mein Fazit? Ich weiß noch nicht, wie es sich im Langzeittest verhalten wird. Das weiß ich noch nicht. Und wir werden noch einmal drüber sprechen. Ich werde das noch einmal vorstellen. Und
werde dir dann darüber berichten. Mein erster Eindruck ist gut. Die ersten Spielereien, die ich damit gemacht habe, sind auch gut. Und ich finde es keinen Punkt, wo ich sage, kauf es nicht, ist ein Failed Product. Nein, überhaupt nicht. Ich sage aber auch nicht, kauf's. Es ist einfach okay, es ist wirklich okay und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt top. Eine Sache, weil es von GearBest kommt. Ich kriege immer wieder Kommentare, wo mir Leute schreiben, dass sie bei GearBest, dass sie Probleme hatten, dass das nicht gekommen ist und dass die Chinesen Betrüger sind, was schon sein kann. Also ich hatte noch keine Probleme. Es ist oft so, dass ich was bestellt habe und auch geglaubt habe, das kommt nicht mehr. Und dann war es das, weil 6, 8 Wochen teilweise, bis das soweit war. Einmal wurde es dann vom Zoll aufgefangen und es gab dann Wickel. Ich meine, da ich das natürlich immer auch auf die Firma sozusagen bestelle, ich habe da eigene EORI-Nummer, so eine Zolltarifnummer, und also so eine Zollabrechnungsnummer, bis die das gecheckt haben und das alles vernünftig, das hat über 2 Monate gedauert. Aber im Normalfall ein paar Wochen musst du schon warten. Und das ist meine Erfahrung damit. Ich mag dich aber um etwas bitten, schreib mir auch unten einen Kommentar, welche Erfahrung du mit GearBest gemacht hast, ob die Sachen zugestellt worden sind oder auch nicht und wie lange du schon darauf wartest. Das interessiert mich einfach persönlich und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuschauer und Zuschauerin, und das wäre einfach nett, wenn wir auch das teilen könnten. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, Abo, Glocke drücken, nicht vergessen, ein paar andere Videos zum Anschauen, Link zum Produkt findest du unten. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.